Hallo Leute und herzlich willkommen wieder hier auf dem YouTube-Kanal von Der Kiosk und heute mal mit einem etwas ernsthafteren Thema und dafür hole ich einmal das hier hervor, nämlich einen Schuhkarton. Und genau darum geht es nämlich auch. Wir wollen nämlich eine Sammelannahmestelle für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton werden. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich damals in meiner Grundschulzeit an der Aktion schon des Öfteren teilgenommen habe, hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man konnte sehr, sehr vielen Kindern damit eine Freude bereiten. Und da der Kiosk ja eh immer geöffnet hat von 7 bis 18 Uhr unter der Woche, dachten wir, wäre es doch perfekt, wenn wir eine Sammelstelle dafür werden können. Aber erstmal nochmal für die Leute, die von der Aktion noch nie was gehört haben. Was ist eigentlich die Aktion Weihnachten im Schuhkarton? Bei der Aktion geht es vor allem darum, Familien zu unterstützen, die ihren Kindern ja vielleicht nicht die neuesten Spielsachen und neuesten Geschenke zu Weihnachten schenken können. Bei Aktion Weihnachten im Schuhkarton sucht ihr als Spender, ja, ich sag mal, Geschenke im Wert von 10 bis maximal 15 Euro zusammen, Spielsachen, vielleicht ein paar Socken, vielleicht aber auch ein paar Schreibutensilien für die Schule, packt die in einen Schuhkarton und bringt die zu einer Annahmestelle, so wie wir. Und wenn ihr Teil der Aktion Weihnachten im Schuhkarton werden wollt, würden wir uns sehr darüber freuen. Wie gesagt, wir haben von 7 bis 18 Uhr unter der Woche auf und am Samstag auch von 10 bis 17 Uhr. Und jederzeit könnt ihr hier zu uns in den Kiosk kommen, euren gepackten Schuhkarton bringen und hier unter unseren Weihnachtsbaum stellen. Und wir hoffen natürlich, dass so viele Leute wie möglich sich davon jetzt inspiriert fühlen, da mitzumachen. Und wenn ihr nicht aus Berlin und Umgebung kommt, könnt ihr trotzdem Teil der Aktion werden, denn es gibt sehr, sehr viele Annahmestellen. Wir möchten das aus freiwilligen Stücken machen. Und um euch nochmal ein bisschen Inspiration zu geben, wie so ein Schuhkarton aussehen kann, hier mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder gemacht und man sollte sich vor der Zusammenstellung von seinem Schuhkarton Gedanken machen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen, welches Geschlecht und welche Altersstufe. Man sollte dann darauf achten, dass es so ein einheitliches Bild ergibt, ne? Dass man dann halt das Federmäppchen und den Tuschkasten oder die Stifte oder die Spielsachen so auswählt, dass man wirklich eine Zielgruppe trifft und nicht Sachen in XL reinpacken, aber ein Federmäppchen für kleine Kinder. So, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Ganze soll natürlich auch nicht euer Portemonnaie sprengen, sondern es geht wirklich darum, einen Schuhkarton im Wert zwischen 10 und 15 Euro zusammenzustellen. Wichtig daran ist auch noch, dass es bitte neue Sachen sind, denn gebrauchte Sachen sind gerade in heutigen Zeiten dann doch hin und wieder mal unhygienisch. Aus welchen Gründen auch immer. Und auch wir vom Kiosk werden hier einige Boxen zusammenpacken. Wir werden in den kommenden Wochen machen wir 10 Boxen, die wir zusammenstellen. Wir könnten uns natürlich das auch überlegen, unsere Kiosk-Box hier mit drunter zu legen. Aber da der Glühwein drin ist, wäre das, glaube ich, nicht so gut für Kinder. Dementsprechend werden wir da andere Boxen zusammenstellen und das auch nochmal auf Video festhalten. Und um nochmal ein bisschen was Persönliches zu erzählen. Ich habe die Aktion Weihnachten im Schuhkarton kennengelernt. Ich glaube auf dem Gymnasium. In der Grundschule glaube ich noch nicht. Ich glaube auf dem Gymnasium. Da haben wir das, glaube ich, in der 7. Klasse das erste Mal gemacht. Und damals, gerade in der Pubertät, denkt man sich so, warum soll ich das jetzt machen? Warum soll ich mein Taschengeld dafür opfern, dass andere Kinder was zu Weihnachten bekommen? Ich möchte doch selbst eine neue PlayStation oder ein neues Handy haben. Aber genau darum geht es halt, ne? Über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auch mal Gedanken nicht über die eigene Haut zu machen, sondern über Leute, denen es nicht so gut geht. Ich sehe jetzt schon die Kommentare unter diesem Video von wegen, wir leben in Deutschland, hier muss es keine Armut geben. Ja. Muss es auch nicht. Natürlich muss es das nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt es Eltern, die mit einem Job nicht hinkommen, dann einen zweiten annehmen, weniger Zeit für die Kinder haben, einen dritten annehmen, um sich Weihnachtsgeschenke leisten zu können. Und ich glaube, das muss nicht sein. Und Weihnachten im Schuhkarton ist halt eine solidarische Aktion, aus denen von vielen Geschenken, die viele Leute zusammenstellen, dann viele Familien glücklich werden können. Und wenn wir den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen können, ist das auch eine super Sache. Wie gesagt, wir schauen da nicht rein. Packt euren Schuhkarton so wie ihr es möchtet, verpackt den schön, stellt ihn unter den Weihnachtsbaum und im, sag ich mal, Mitte Dezember bringen wir das zu den verschiedenen karitativen Einrichtungen, denn es gibt auch sehr viele verschiedene, die sich darum kümmern. Wir haben uns natürlich auch vorbereitet hier auf das Video und ich habe recherchiert. Weihnachten im Schuhkarton gibt es auch als offizielle Organisation. Allerdings war da der Annahmeschluss zwischen dem 8. und dem 15. November, sodass wir es da nicht mehr schaffen. Und wir wollen das tatsächlich dann an verschiedene Organisationen spenden, die sich in verschiedenen Regionen einsetzen. Und wir möchten auch tatsächlich darauf achten, dass es vielleicht auch hier in der Region bleibt, weil wir auch glauben, dass gerade in Berlin, um Berlin und in ganz Deutschland einige Familien gibt, die sich auch zu Weihnachten nicht die ganzen Geschenke leisten können. Und darum geht es und ja, jetzt ist Pascal wieder dran. Wie bereits am Anfang des Videos gesagt, habe ich ja das letzte Mal die Aktion, glaube ich, in der 3. oder 4. Klasse gemacht. Und auch da habe ich mich immer relativ auf Schreibwaren und Schulsachen fokussiert. Das klingt jetzt am Anfang vor allem für die jüngeren Zuschauer sicherlich ein bisschen öde und langweilig, aber wenn ihr euch auch mal vor Augen haltet, was so gute Schulsachen kosten, das kann auch schon für viele Familien ins Geld gehen. Allein so ein guter Edding kostet 2-3 Euro. Ein Federmäppchen kostet
weiß ich nicht, 5, 6, 7 Euro. Ein schönes Fineliner-Set kann auch schon 5 oder 10 Euro kosten. Da kann schon alleine bei Schreibwaren, wie ihr merkt, ein gutes Sümmchen zusammenkommen. Und wenn man da ein schönes kleines Set zusammenstellt, da zaubert man definitiv ein Lächeln in das Gesicht der Kinder oder auch der ganzen Familie natürlich. Aber auch rund um das Thema Schule könnt ihr euch noch inspirieren lassen. Zum Beispiel könnt ihr auch ein gutes Buch reinpacken, egal ob es jetzt ein Schulbuch ist, ein Fachbuch, Sachbuch, Hobby etc. pp. Oder vielleicht eine Brotdose, eine Brotbüchse. Da gibt es so viel, was man Kindern schenken kann, worüber die sich sehr, sehr freuen würden. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr da so ein bisschen Starthilfe benötigt, ihr könnt euch natürlich ein sehr allgemeines Thema einfach raussuchen. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Prinzessinnen. Und dann sucht ihr einfach nach einem Prinzessinnen-Schreibblock, Prinzessinnen-Stifteset, vielleicht nach Prinzessinnen-Brotdose. Da gibt es alles Mögliche. Und wenn ihr das so schön nach einem Thema durchzieht, sieht das natürlich auch optisch fürs Kind schön aus, wenn das am Ende des Tages den Schuhkarton öffnet. So, ich denke, dass ihr jetzt sehr, sehr viele Eindrücke und auch Inspirationen für euren eigenen Schuhkarton bekommen habt. Und deswegen nochmal das Wichtigste kurz zusammengefasst. Bringt gerne euren gepackten Schuhkarton gerne hier vorbei. Packt ihn gerne unter den Baum. Ihr habt Zeit bis zum, Marvin, was sagen wir, bis zum 1. Dezember? Okay, super. Ihr könnt das Ganze Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr und am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr vorbeibringen. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Spende und ich denke, die Kinder und Familien umso mehr. Das soll es aber auch schon wieder für heute gewesen sein. Deswegen vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat und aktiviert natürlich die Glocke und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Hey Leute, das ist die Endcard und hier findet ihr zwei weitere Videos, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Und abonniert auch gerne unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich habe auch noch super Neuigkeiten für euch, denn es gibt unseren Weihnachtskalender vom Kiosk nicht nur hier im Laden, sondern auch online im Shop zu bestellen. Unter www.der-kiosk.de findet ihr das Schmucketeil mit feinster Zarotti-Schokolade und natürlich liebevoll Design. Vorne mit Hari drauf, hinten ist nochmal unsere Kiosk-Optik. Hier ein paar Details, da ein paar Details. Für 7,99 € gehört er euch und es gibt auch noch was anderes Tolles, nämlich unseren Kiosk-Weihnachtstee. Auch eine Eigenmarke von uns. Gibt es jetzt auch hier im Laden zu kaufen und auch online im Shop für 5,99 €. Also holt euch den Weihnachtstee, holt euch den Kalender, um durch die kalten Tage zu kommen. Und wenn euch das alles nicht langt, dann holt euch gerne auch unsere Kiosk-Box. Warte mal, ich heb sie mal hoch. Hier, zack, 39,99 € gibt es auch online vorzubestellen. Werden bald rausgeschickt und nur da bekommt ihr unseren tollen Glühwein und viele weitere schöne Sachen.